Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals. In der letzten Folge haben wir dabei aufgehört oder sind dabei stehen geblieben, dass wir einige coole Sachen gecraftet haben. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal da weiter, denn wir haben festgestellt, dass unsere Schmiedefähigkeit doch mittlerweile sehr, sehr gut ist und wir da durchaus einige coole Sachen craften können, ohne Probleme zu bekommen. Und das werden wir jetzt mal mit dem Flottendolch für Eric machen, denn der wird durchaus stärker. Wir brauchen dafür auch wieder einen Achat der Evolution. Das scheint mir ein sehr wichtiges Item zu sein. Ein Goldklümpchen und Glitschkraut und natürlich den flinken Dolch. Auch hier haben wir eine Schwierigkeit von 4 Sternen. Und den werden wir jetzt mal schmieden. So, da haben wir nur 2 Balken, die allerdings wahrscheinlich schwer zu füllen sein werden. Erstmal den Knisterkracher. Und dann machen wir doch mal einen Dreifachdrescher. Oh ja, der wird nötig sein. Sämtliche Potenzialkosten werden halbiert. Ich meine, am besten kommt man eigentlich gerade mit dem Multikracher weg. Von den reinen Kosten jetzt mal betrachtet. Potenzialkosten plus 90% höhere Chance auf kritische Treffer. Dann mache ich lieber nur einen doppelten Drescher. Okay. Das hat jetzt nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Sämtliche Potenzialkosten werden halbiert, ist sehr gut. So, jetzt haben wir ein Problem, denn wir werden es offensichtlich nicht schaffen. Doch, werden wir. Ja, komm. Das ist doch sauber, oder? Was will ich denn da noch mehr? Fertigstellen. Großartig, dass das noch geklappt hat. Ah, da tat ich mich jetzt echt ein bisschen schwer mit. Das ist manchmal schwer einzuschätzen. Flotter Dolch. Für den guten Eric. Er wird sich freuen. So, wir kriegen dadurch 10 Perfektionsperlen. Was können wir denn noch schmieden? Schwerter brauchen wir an sich erstmal nicht. Weil ich niemanden habe, den ich damit ausrüsten wollen würde. Das Nebelschwert ist aber auf jeden Fall cool, das kann man sagen. Wie ist es denn mit Zauberstäben? Den Seraphenstab kann ich nicht herstellen und der wäre auch zu schwach. Bei weisen Stäben sieht das Ganze offenbar anders aus und ich könnte einen herstellen, der durchaus stärker ist. Stab der wundersamen Weisen, die sind beide stärker als das, was meine aktuell haben. Beide Seltenheitsstufe S. Eine Barriere schützt alle Gruppenmitglieder vor Odem-Angriffen, wenn er im Kampf als Gegenstand benutzt wird, okay? 20%ige Chance, mit einem Angriff bei Feinden positive Effekte aufzuheben. Das ist der leuchtende Stab. Veronica hat den gerade, okay? Ja, das machen wir auf jeden Fall auch. Okay, sind es 3, damit komme ich wahrscheinlich besser zurecht. Wir werden erstmal den Knisterkracher machen. Und zwar 2-mal direkt. Stärke und Chance auf kritische Treffer für ein Feld erhöht. So, und wenn wir jetzt mal einen dreifachen Drescher auf dieses Feld... Schwierigkeitsstufe 4 Sterne, Leute. Yo. Geil. Leuchtender Stab ist hergestellt und natürlich nimmt Veronica ihn auch direkt in ihre Griffel. Und wir können natürlich auch hierbei sehr, sehr gut die Perfektionsperlen sammeln. So, Stecheisen haben wir auch. Peitschen. Mega Gringham Peitsche. Dafür fehlt mir die Gringham-Peitsche.
Ich habe keine Ahnung, wo ich die herkriege. Die wäre viel stärker als die aktuelle Peitsche. Aber ich weiß halt nicht, woher diese Gringham-Peitsche kommt. Alle Feinde erleiden den vollen Schaden. Klingt natürlich fies, ne? Klauen bringen uns nichts. Äxte haben wir auch schon gecraftet. Jetzt können wir noch diesen Stab des wundersamen Weisen craften. Der wäre für Bodo ganz gut. Wir brauchen dafür Lindwurmzweig, Zauberzweig, Weisenelixier und Seelensalbei. Auch dafür brauchen wir Stärke, Schwierigkeit 4. Beziehungsweise es hat Schwierigkeit 4. Ich würde jetzt erstmal genauso vorgehen wie beim letzten Mal. Sämtliche Potenzialkosten werden halbiert. Das scheint ja nicht gerade schlecht zu sein. Dreifacher Drescher auf dieses Feld. So, dann machen wir ein paar Mal diesen Multikracher. Oh, höhere Chance auf kritischen Treffer. Dann machen wir hier doch mal einen Zwillingsschlag. Schade. Ich befürchte, so kommen wir nicht wirklich voran. Sämtliche Potenzialkosten werden halbiert, okay. Geistesblitz. Hephaistos Flamme. Na, das war dumm. Das war wirklich dumm. Den Zwillingsschlag würde ich jetzt einmal hier einsetzen. So, höhere Chance auf kritischen Treffer. Was nehmen wir denn da jetzt mal? Wir müssen jetzt müssen wir wirklich überlegen. Das ist auch teurer jetzt. Das ist scheiße. Der Multikracher Nein. Das ist zu riskant. Wir müssten eigentlich schmieden. Fuck. Den doppelten Drescher kann ich noch einmal machen. Und zwar hier. Ja. Vermutlich nicht besonders gut. Scheiße. Ich kann halt nicht mehr viel machen. Mehr kann ich nicht machen. Das ist leider daneben gehauen. Oder daneben gegangen. Aber schwach. Wir können den natürlich noch umarbeiten. Das werden wir jetzt auch sofort machen. Perfektionsperlen. Wir müssen da offensichtlich ein bisschen anders vorgehen. Also, ich werde erstmal wieder die Temperatur ordentlich anheizen. So, jetzt werden die halbiert. Hier ist es natürlich sinnvoll, wenn man den dreifachen Drescher nimmt. Oh, sehr gut. So, das ist schon mal gut gelaufen. Jetzt nimmt man wieder den dreifachen Drescher und haut den hier. Fuck. Was ist, wenn ich das Ganze mit Zwillingsschlägen mache? Gut. Sehr gut. Sämtliche Potenzialkosten werden halbiert. Okay, dann machen wir wieder den Zwillingsschlag. We get there. We get there. Diesmal wird's klappen. Dreifacher Drescher. Und jetzt noch einen blitzschnellen Schlag hierhin. Sehr schön. Und damit bin ich zufrieden. Ja. Das müsste an sich eine 3 werden. Oder wenigstens eine 2+. 2+, okay. Legen wir das erstmal an und gucken, was das mit Bodo macht. Ja, doch einiges. Magische Heilkraft steigt, die Angriffskraft steigt, die MP-Absorption steigt und natürlich auch die magische Macht ein bisschen. Das ist jetzt kein großer Unterschied.
Wäre halt noch ein bisschen stärker geworden jetzt, wenn wir plus 3 geschafft hätten. Aber plus 2 ist erstmal auf jeden Fall ganz gut. Nehmen wir den nochmal. So, weiter geht's, aber das war natürlich noch nicht das Ende. Jetzt kommen wir nämlich mal zu den Rüstungen. Flüssigmetallschild. Da fehlt mir jetzt ein Goldklümpchen. Schade. Was ist denn mit den Großschilden? Sind auch nicht so gut wie das, was Hendrik hat. Interessant. Hüte? Habe ich ehrlich gesagt auch nicht so viele gute Sachen. Und es ist erschreckend, dass ein Seltenheitsstufe B-Hut besser ist als das, was ich gerade anhabe bei vielen Charakteren. Gucken wir mal eben bei den Helmen. Krone der Kriegerprinzessin ist Seltenheitsstufe A und würde... Das würde einiges boosten, das ist nicht schlecht. Die Krone der Kriegerprinzessin würde ich jetzt mal für Jade machen. Sie ist auch die einzige, die das anwenden kann. Und zusammen mit einem anderen Ausrüstungsstück kann es offenbar auch ihr Aussehen wieder verändern. Das scheint mir jetzt nicht so schwierig zu sein. Machen wir mal den krassen Quadra-Kracher. Geistesblitz. Geniestreich. Hephaistos Flamme. Und das Ganze mit einem krassen Quadra-Ding. Ja, herrlich. Herrlich, oder? Was soll man dazu noch sagen? Großartig. Hier wäre jetzt ein doppelter Drescher mal angebracht. Gut. Dann wäre hier ein blitzschneller Schlag angebracht. Ja, okay. Hier auch. Okay. Warte mal, wir kühlen mal ab. Vermutlich sehr gut, okay. Na, es ist keine plus 3, es ist auch wieder nur plus 2, aber es ist alles besser als das, was sie aktuell hat, von daher. Ist das schon okay? So, können wir denn auch direkt die dazu passende Rüstung craften? Flüssigmetallrüstung. Plus 3 wäre die ziemlich gut. Kann ich aber halt auch nur einmal craften, leider. Roben. Kaiserinnenrobe. Kaisertracht. Ja, die Poporobe ist natürlich sehr gut. Und die braucht aber auch wieder viel. Die bräuchte ich aber auf jeden Fall für Serena und für Veronica. Wir versuchen mal, die anständig zu craften. Uiuiui, okay. Es könnte relativ schwierig werden. Machen wir erstmal einen krassen Quadra-Kracher. Hier. Gut. Das Ganze jetzt nochmal hier. Geistesblitz. Hephaistos Flamme. Das nutzen wir für einen doppelten Drescher in die Richtung. Nochmal höhere Chance auf kritische Treffer. Da muss man jetzt aufpassen. Da würde ich jetzt erstmal einen normalen Schlag nehmen. Sehr gut. Dann. Der Überkreuzkracher. Der sich jetzt auch zum ersten Mal nützlich zeigt. War leider zu viel des Guten.
Aber eventuell können wir das noch ein bisschen ausgleichen. Eisiger Einschlag kostet leider ein bisschen viel. Ja, das müssen wir uns jetzt mal gönnen und dann einen blitzschnellen Schlag ausführen, und zwar hier. Und hier. Und hier. Und dann begutachten wir das Ganze mal. Ziemlich gut, okay. Ziemlich gut, klingt leider nur nach einer plus 1. Ich habe das da unten versaut. Ja, plus 1. Kann man aber umwandeln dann. So, wir brauchen noch eine Purpurrobe. Diesmal werden wir das Ganze etwas anders angehen. So, auch hier mache ich jetzt aber erstmal wieder den krassen Quadrakracher. Und ich werde den direkt hinterherhauen. Ja, ich würde sagen, das steht unter einem guten, einem sehr guten Stern. Doppelter Drescher. So, hier brauchen wir jetzt nur einen normalen Schlag. Besser ist das. So, begutachten wir das Ganze. Hervorragend. Ja, komm, stellen wir fertig. Bevor das noch ausartet. Perfekt! So. Wir arbeiten einen Gegenstand um. Und zwar die. Ich kann es ja offensichtlich mit plus 3. Ja, sehr gut, das ist gleich geblieben. Krasser Quadrakracher. Gut. Den doppelten Drescher. Höhere Chance auf einen Crit nehme ich auch wieder lieber nur einen normalen. Ja, das ist schon eigentlich schon wieder ein bisschen zu viel. Doppelter Drescher. Da oben. Potenzialkosten werden halbiert. Gut. Gut. So, und jetzt noch einen blitzschnellen Schlag hier hin. Höhere Chance auf einen kritischen Treffer will ich aber gar nicht. Ich kann jetzt eh nicht mehr viel machen. Hervorragend auch. Cool. Also auch eine plus 3. Hätte ich jetzt gar nicht mal erwartet, ehrlich gesagt. Aber wenn das so ist, dann ist das so. Yay! So, wie sieht das denn mit Rüstungen aus? Flüssigmetallrüstung könnten wir machen. Auch für Rionaldo wäre die perfekt. Die kann halt ein bisschen was. Ich kann aber leider auch nur eine craften. Ich crafte mal eine. So, wir machen das auch mal wieder hier mit dem Knisterkracher. Potenzialkosten werden halbiert. Schön, krasser Quadrakracher. Boom, boom, boom. Komm schon. Und jetzt hier. Boom, boom, boom. Ja, siehste wohl. Das wird doch was hier. Dreifacher Drescher hier schön rein. Boom. Chimi-Shashasha.
Jawollo! Höhere Chance auf kritischen Treffer. Dann machen wir mal einen doppelten Drescher hier unten hin. Dann schmieden wir da noch ein bisschen was drüber. Hervorragend. Wir sollten unser Glück nicht auf die Probe stellen. Perfekt. So, wie sieht das aus mit... Helme. Den... Was brauche ich dafür? Eine Schleimkrone, einen Feuerball, Smaragd der Seelenruhe und einen kunterbunten Kokon, Tiara der Göttin. Chance, sofort getötet zu werden, sinkt um 50%. In der Kombination mit dem heiligen Kleid das Aussehen. Ich würde echt gerne die ganzen Gegenstände behalten, bei denen man das Aussehen ändert, weil das einfach cool ist, das zu sehen, wie sich das dann nachher widerspiegelt. So, dann machen wir jetzt mal wieder diesen krassen Quadra-Kracher. Geistesblitz. Hephaistos Flamme. Und zwar machen wir einen Zwillingsschlag. Und jetzt machen wir einen doppelten Drescher hierhin. Okay. So, jetzt machen wir einen... Ich würde mal sagen, wir machen einen blitzschnellen Schlag hierhin. Okay. 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 Ja, Potenzialkosten werden halbiert. Dann kann man hier auch wieder einen blitzschnellen... So, und jetzt kann man einmal einen eisigen Einschlag machen. Und am besten noch einen. Und dann einen blitzschnellen Schlag. Jawollo. Wisst ihr, früher wäre ich Meisterschmied gewesen. Auf jeden Fall wäre ich ein Meisterschmied gewesen. So, die coole Krone ist dann für Bodo. So. Den Helm könnte man für Serena nehmen. Wenn der nämlich plus 3 ist. Ja, der kann dann schon was. Das ist schon nicht schlecht. Ist ja auf jeden Fall besser als das, was sie gerade hat. Also warum nicht? Sollten wir auch auf plus 3 hinkriegen. Diese Strategie mit den beiden Knisterkrachern ist echt gut. Gefällt mir. Krasser Quadra-Kracher. Geistesblitz. Und hier werden wir den Zwillingsschlag auf dieser Seite nutzen. Gut. Dann brauchen wir hier einen dreifachen Drescher. Einen doppelten Drescher. Einen doppelten Drescher. So. Das sieht mir sehr nach einem Zwillingsschlag aus. Hier. Und auf der Seite eigentlich auch. Okay. Dann brauchen wir hier einen blitzschnellen Schlag. Hier ebenso. Ziemlich gut wäre das Endprodukt. Ehrlich gesagt reicht mir das nicht. Wenn ich jetzt allerdings den eisigen Einschlag benutze, kann ich noch einen blitzschnellen Schlag ausführen und den würde ich hier ausführen. Nur eine plus 1.
Nein. Das will ich auf jeden Fall umarbeiten. Das geht besser. Okay, also nochmal. Knisterkracher. Knisterkracher. Krasser Quadratkracher. Das gleiche nochmal. Geistesblitz. Zwillingsschlag. Nochmal. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. So, jetzt mache ich hier einen blitzschnellen Schlag. Und hier auch. Ja, was will ich da noch besser machen, oder? Auf was soll ich erwarten? Das Schneefeld oder wie? Ja, der Luminary kann halt ziemlich zupacken. Die Frauen freuen sich. Läuft. Zubehör. Den Ring habe ich schon. Ich habe nur so Gümpelringe. Guckt euch das an. Das sind alles keine guten Ringe. Und trotzdem sind die gewisserweise gut. Hoheitshandschuhe. Da fehlt die Lammwolle. Aber guckt euch die Schwierigkeit an. Halleluja. Halleluja. Brigantenhandschuhe. Abwehr und Geschick. Die Hoheitshandschuhe sind mega. Am besten wären die für Jade. Kann ich aber sowieso nicht craften. Wie ist es mit Unterarmzubehör? Magische Macht. Abracadabra-Armschiene. Magische Macht und Heilkraft. Geisterarmschiene. Mächtige Armschiene. Wie ist es mit Halsschmuck? Da habe ich noch gar nichts gecraftet. Ist auch nichts wirklich gut. Brillen. Oh, die Gelehrtenbrille ist nicht schlecht. Wenn man die plus 3 hat. Kann ich halt auch nicht machen. Fußbekleidung. Generalreitstiefel. Für Hendrik. Da fehlt mir die Drachenhaut für. Engelssandalen. Flinkheit. Guck mal, wie schlecht die für Eric sind. Erstaunlich. Holy shit. Die Menge an MP, die einem selbst gestohlen werden, sinkt nur 20%. Chance, eine Runde aussetzen zu müssen, sinkt nur 20%. Chance, daran gehindert zu werden, Zauber zu wirken oder sofort getötet zu werden, sinkt auf 10. Alter, das Ding ist gut. Schutzrubin, Venusträne. Abwehr und Charme. Das ist eigentlich ganz gut für Rionaldo. Ansonsten sehr viel Crap. Hexerstein. Der Schutzrubin ist gut hier. Der Titangürtel ist auch nicht schlecht. Wobei, das ist auch nur C und B. Also am besten ist eigentlich das Elfenamulett, aber da fehlt mir Urikalkum und Weihwasser für. Hatte ich noch hier irgendwas? Hüte könnten wir vielleicht nochmal gucken. Handwerkliches Trodain-Bandana. Ah, das ist alles. Wir rüsten erstmal das aus, was wir jetzt gecraftet haben.
Hatte ich bei ihm noch irgendwas? Bei ihm könnte ich eigentlich den Flüssig-Metallhelm. Bei ihm könnte ich eigentlich alles nochmal verbessern, was ich hier irgendwie habe. Ich könnte es zumindest versuchen. Können wir natürlich auch einen gewaltigen Boost noch erreichen. Sowas war für sie gedacht. Für sie war doch irgendwas gedacht hier, oder nicht? Genau, erstmal die Purpurrobe. Ja, ein deutlicher Stat-Boost. Serena das gleiche. Auch ein deutlicher Stat-Boost. Tiara der Göttin. Oh, sehr schön. Boostet auch nochmal schön. Vor allen Dingen Max MP und Charme deutlich. Magische Macht sinkt. Aber das sollte nicht das Problem sein. So, den Auerlutscher, da haben wir gerade nichts. Den könnten wir auch nochmal versuchen zu verbessern. Ah. Zauberschild. Wir könnten sonst nochmal probieren, ihr einen besseren Schild zu geben. Gibt's da nicht was Besseres, sag mal? Was bringt das Ding eigentlich? Geschick und Charme. Das ist Quatsch, sie braucht was anderes. Selbst das wäre besser. Aber das braucht sie eigentlich auch nicht. Sie soll eigentlich etwas anderes haben. Steigert die magische Macht. Steigert Max LP, Max MP und Abwehr. Finde ich auf jeden Fall schon mal besser. Die Netzstrümpfe Abwehr 8, Charme 15. Max LP, das Abwehr sinkt ein bisschen. Charme auch. Den finde ich eigentlich besser. So, was war bei ihm noch? Er hatte den, ja? Krone von Eschenburg. Für ihn war die Sonnenkrone. Kann auch eh nur er tragen, ja. Das ist eine für ihn erdachte, ein für ihn erdachter Ausrüstungsgegenstand. Engelsrobe. Für ihn hatten wir noch keinen besseren. Hexer. F. Really? Was bringt denn das Ding? Gott, das ist so schlecht. Da fällt mir gar nichts zu ein. Da ist quasi alles besser, was er nehmen könnte. Wirklich alles. Alleine das hier ist schon besser. Alles ist besser. Flinkheit um 15, Charme um 10. Ist auch nicht schlecht. Mystiker. Kräftigungsrate steigt um 1%. Das klingt sehr gut. Ist aber auch... alles nicht so das Wahre hier. Ich habe eigentlich nichts Gutes hier in dieser Kategorie. Bei Seltenheit und so, das ist alles hier ein bisschen mau. Ich finde den Flinkheitsring nicht schlecht. Weil er die Flinkheit auch wirklich boostet. Seltenheit A, okay, das geht noch.